In diesem Video zeige ich dir, wie du dich an die göttliche Quelle anbinden kannst. Es ist wichtig, dass du in diesem göttlichen Feld bist, um dich zu schützen jeden Tag. Es ist wunderschön, denn du wirst dadurch sehr geführt durch die Schöpfung und es ist eine Technik, die relativ schnell geht und ich möchte die mit dir gemeinsam machen und du kannst die jetzt täglich machen, um dich zu schützen, um präsent in deiner Kraft zu stehen im göttlichen Licht. Du schließt deine Augen, du setzt dich hin. Wichtig ist, dass deine Füße wirklich auf der Erde sind. Du brauchst die Anbindung nach unten. Und wir öffnen jetzt erstmal nach unten dein Energiefeld. Deine Lichtwurzeln wachsen aus deinen Füßen heraus nach unten. Das kannst du dir bildhaft vorstellen, wie das nach unten dich anbindet an Mutter Erde. Und wir bitten jetzt darum, dass du angebunden wirst an den Pulsschlag von Mutter Erde. Und du fühlst, wie von unten nach oben Licht fließt in deinen physischen Körper, bis in den Scheitel nach oben an deinen Kopf, fließt komplett durch, durch die Zellen, durch die Organe, bist du von unten von Mutter Erde aufgeladen mit Liebe. Und am oberen Ende deines Kopfes, da öffnet sich jetzt ein Kronenchakra. Das ist deine Verbindung nach oben zur Quelle, zur Schöpfung. Und wir bitten jetzt um einen Schutz und du fühlst, wie um dich herum eine Art Energiewirbel, eine Art Kokon aus Licht sich aufbaut, sind die Frequenzen der Schöpfung, wenn du bittest, dann schützen sie dich. Und wir gehen jetzt nach oben in die höheren göttlichen Frequenzen. Wir verlassen die dritte, vierte und fünfte Dimension, in der du dich aufhältst und wir gehen hoch. Du stellst dir wirklich vor, wie wir eine Art Schnur nach oben haben. Das geht jetzt in verschiedenen Stationen. Wir gehen jetzt erstmal mit der Schnur zu deinem höheren Selbst. Du stellst dir vor, wie wir an dieser goldenen Schnur nach oben gleiten, gemeinsam getragen. Um dich herum sind Geistführer, Geistheiler. Du wirst nach oben getragen zu deinem höheren Selbst. Und wir kommen jetzt in dieses riesengroße Lichtfeld, das du selbst bist. Unendlich großes, pures Licht, dein Seelenfeld. Oh, und dort lassen wir uns erstmal aufladen mit deinem Sein, deinem Wirken. In dem Seelenfeld deines höheren Selbstes steckt auch ganz viel für deinen Weg auf Erden, dass du deinen Seelenweg, deinen Seelenplan lebst. Und wir bitten um Aufladung von den Ebenen deines Lichts. Oh, es fühlt sich gut an. Jetzt gehst du weiter. Dieser Faden aus Licht geht weiter zur Zentralsonne, zu einem riesengroßen göttlichen Energiepunkt in diesem Universum. Und wir gehen in dieses riesengroßes Lichtfeld hinein. Es ist Frieden. Es ist ganz, ganz geborgen. Es ist einfach nur Heil. Und diese Lichtschnur geht jetzt noch weiter bis zur Quelle, zur Schöpfung. Und wir lassen uns weiter gleiten in Raum und Zeit. Dein Bewusstsein ist in der Lage, so weit zu reisen. Und das ist ein unendlich großes Lichtfeld. Das sind die Ebenen der Schöpfung. Und wir bitten um Segnung aus der Schöpfung. Wir bitten um Schutz. Wir bitten um Verbindung. Wir bitten um Heilung. Wir verbitten uns um Verschmelzung, bitten wir. All eins. Du fühlst dieses unendliche Feld an Möglichkeiten, an Liebe. Und du kannst jetzt der Schöpfung eine Bitte überlassen. Du bittest um Unterstützung, bittest um Hilfe in diesem einen, einer dieser einen Seelenbitte.
Du fühlst die Segnung für dein Anliegen. Du wirst aufgeladen mit Liebe. Du fühlst dich ganz ausgeglichen. Und wir reisen jetzt zurück durch diese Schnur. Du kannst das ja immer wieder machen. Immer wieder dorthin reisen mit deinen Anliegen und wir gehen zur Zentralsonne. Wir baden in dieser Liebe und dieser Kraft. Und wir gehen zurück zu deinem hohen Selbst. Und du fühlst die Liebe für dich selbst. Und wir gehen die Schnur zurück in deinen physischen Körper. Und du fühlst dieses friedliche, gesegnete All-Eins. Deine Präsenz, deine Größe, deine Liebe. Und all diese Anteile integrieren sich heil zurück in dein System und du öffnest deine Augen. Und du bist geschützt und getragen und gesegnet aus den Ebenen der Schöpfung. Du kannst dieses Video immer wieder machen, wenn du ein Anliegen hast. Und auch wenn du einfach nur dieses unendliche Gefühl der Frequenz des Lichts erleben willst. Und ich freue mich, wenn du ein Abo da hast. Bis bald.